Wir beginnen im Stand und beginnen vom Kopf aus nach unten abzurollen, Wirbel für Wirbel. Tief ausatmen, einatmen bleiben und mit der Ausatmung wieder zurück in die Ausgangsposition aufrollen. Und wieder von vorne einatmen und ausatmen. Kopf beginnt, Brustbein wird weich. Kopf und Arme ziehen nach unten und das Gewicht bleibt jetzt auch vorne auf den Zehen, auf den Fußballen. Ganz wichtig. Richtig schön aushängen und ausatmend mit den Füßen in den Boden sich drücken und wieder aufrollen. Wieder zwischendurch einmal einatmen und mit der nächsten Ausatmung wieder runterrollen. Einatmen. Und mit der Ausatmung wieder Wirbel für Wirbel zurückkehren. Einatmen, die Länge spüren und ausatmend wieder nach unten rollen. Richtig schön sich aushängen. Und mit der nächsten Einatmung Knie beugen und ausatmen, wieder strecken. Und eventuell das Gewicht einfach so ein bisschen vorne auf die Hände geben. Wer nicht ganz zum Boden kommt, kann gerne etwas unter die Hände legen. Kissen, Stapel Bücher. Und immer mit der Ausatmung ziehen die Sitzbeinhöcker Richtung Decke und der Kopf zieht noch ein bisschen tiefer nach unten. Und anschließend wieder aufrollen, in den Stand zurückkehren. Beide Arme heben. Und eintauchen mit dem Kopf, die Ellenbogen locker lassen. Das öffnet nochmal so diesen oberen Bereich, die Brustwirbelsäule und wieder ganz nach unten abtauchen. Wieder einatmen, beugen, ausatmen, strecken. Und wieder aufrollen. Jetzt die Arme einfach hängen lassen, wie gehabt aufrollen. Und wieder über die Seite die Arme nach oben bringen. Und der Kopf taucht ein, die Arme folgen. Und wieder nach unten abrollen. Und einmal die Knie beugen, einatmen, ausatmen, wieder strecken. Und wieder aufrollen. Beim Aufrollen immer schön das Becken wieder aufrichten. Und die Arme wieder mit der Einatmung heben. Als ob man so um etwas herumgehen möchte mit dem Oberkörper. Und einatmend wieder die Knie beugen und ausatmend strecken. Körpermitte aktivieren, aufrollen, aufrichten. Und wieder vom Kopf aus beginnen, nach unten abzurollen. Nach vorne wandern in das umgedrehte V. Und jetzt immer abwechselnd eine Ferse heben, eine Ferse absenken. Auf der Stelle laufen, ganz genüsslich. Das Becken jetzt auch mal mitbewegen. Und auch den Rest des Körpers einfach folgen lassen. Und dann beide Fersen hoch und beide Fersen absenken. Ausatmen, absenken, einatmen, heben. Rechtes Bein heben mit der Ausatmung und einatmen, wieder absenken und ausatmen. Das linke Bein heben und ein, wieder absenken. Ganz wichtig, dass ihr immer in einer bequemen Ausführung für euch bleibt. Dann wandern wir einfach nach vorne in die Plank-Position und immer mit der Ausatmung ein Bein heben und einatmend absenken. Den Fuß strecken, ausatmend heben, einatmend absenken. Schön das Zentrum auch wieder nutzen, weite Schultern.
Und wir kommen in die seitliche Stützposition. Bleiben einfach so ein kleinen Moment mal hier, ziehen den ganzen Körper in die Länge und halten die Position. Tief ein- und ausatmen. Und wir wechseln auf die andere Seite. In alle Richtungen in die Länge wachsen. Tief ein- und ausatmen. Und wieder zurück. In die Päckchenstellung kommen. Und wieder ein paar Atemzüge in den Rücken atmen. Entspannen.